Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 9 Let's Play Edition von Shadowlord. Ja, wir befinden uns hier in den Ruinen von Bormessia. Wir haben aber erstmal noch, bevor wir weitergehen mit dem Mock reden, denn das ist Atura. Für den haben wir doch einen Brief. Habe ich letztes Mal voll vergessen. Vielen Dank, dass du mir den Brief vom Mock gebracht hast, Kupo. Von Mock an Atura. Stinski scheint auf dem Weg zu dir zu sein, Kupo. Aber ich weiß nicht genau, um es ehrlich zu sein. Habe ich noch nie getroffen. Kupo, wenn du ihn triffst, sag mir bitte, was der für Mogri ist. Gerüchte zufolge soll er eine Weltkarte auf dem Rücken haben. Und er soll lauter seltsame Isis in seinen Taschen mit sich durch die Welt tragen, Kupo. Gut, das war halt ein sehr wichtiger Blick. Es geht schien schon ein Tausendsasser von einem Mogri, Kupo. Vielen das zum Dank, Kupo. Kupo-Nuss erhalten. Das könnten wir nochmals zu Gita Malokus Grotte und die Kupo-Muss abgeben und an Isis zu halten. Das mache ich jetzt aber nicht. Eine Bitte, Kupo. Übergebe ich diesen Brief an Mohona. Danke, Kupo. Kein Problem. Ich hätte gerne einen Brief. Wer wundert das? Gut. Dann werden wir jetzt mit der Story weitermachen und zu Königspalast gehen. Die wir da oben da ein bisschen an Balmen sehen. Aber erstmal kommt ein Kampf. Toll. Ist natürlich toll, wenn man gleich noch mal einen Hammer abbekommt. Naja, egal. Na gut, ich habe aber noch ein paar Sachen gelernt. Hier zum Beispiel und wenn schon, aber nicht Augen auf. Was macht und wenn schon eigentlich? Wenn ich schon dabei bin. Naja, soll's. Dann habe ich hier Kalimane gelernt. Sehr schön, jetzt kann das exit. Warte mal, das ist cool. Verdammt, vertan. Gut, Fafnis Witwer. Ja, habt ihr gesehen. So, weiter geht's dann jetzt mal, ne? Entschuldigung. Weiterhin die Abbilder von Gita Maluke. Hier sie steht auch kein Ziegen auf dem anderen. Yoshine, ich frag mich, ob der König überhaupt noch... lieber in Ruhe lassen. Komm, ich denke, wir lassen sie für eine Weile besser in Ruhe. Ist es immer dort? Yoshina! Wow! Ich kann die Anwesenheit mehrerer Personen im Palast spüren. Beachte euch den Kletterz hoch, meine Lieben. Ja. Kletter mir nach, sagt sie. Leichter gesagt als getan, meine Liebe. Ja, toll. Naja, dann wollen wir mal. Hopp. Hopp. Hey, komm schon, trau dich. Ja, gut. Oh. Aussichtslos, was? Nicht so tragisch, ich will irgendwo einen Durchschnuff und komm uns nach. Im Palast gibt es bestimmt auch leckere Sachen. Ich komme ganz sicher auch nach Mampf. Ja, wie auch immer. Für uns natürlich kein so großes Problem nachzukommen. Hopp, wir sind ja, hopp, sportlich und so, hopp. Aber auch keine Dragonierin, also die hat ja echt einen Mordsprung drauf gehabt, muss ich mal sagen, ne? Na sowas. Da haben wir Bran. Wer hätte damit gerechnet? Also, hier steht's mehr als tausendprozentig fest. Alexandria steckt dahinter. Und daneben ist die Generäle Beatrix. Was sagt man denn dazu? Ich habe es geahnt. Was willst du damit sagen? Ich bin deswegen nach Bormessia zurückgekehrt, weil mir das Gerücht zu Ohren gekommen war, dass Bran es auf Bormessia abgesehen habe. Sag mal, diese Frau da links, das ist doch Alexandria Generäle Beatrix, oder? Das ist also Beatrix. Ihr Anbild ist jetzt ein weinendes Kind verstummt, so erzählt man sich. Aber es ist auch das erste Mal, dass ich sie mit eigenen Augen sehe. Beatrix also. Naja, und jetzt kommt eine Rückblende. Ein bisschen, nicht unbedingt angepasster Situation. Beatrix? Ja, Beatrix. Mir ist auch so, mir wurde zugetragen, dass es auf dieser Welt noch viele Krieger gibt, die mein Können bei Weitem übertreffen. Unter dem befindet sich auch Beatrix, deren Schwerttechniken nicht nur in Alexandria, sondern auch auf dem gesamten Kontinent unangefochten sein sollen. Du wirst deine Meinung nicht ändern, oder? Du lässt mich zurück und gehst auf Reisen? Ja, bitte versteh mich, Yoshina. Noch herrscht Frieden im Bormessia, aber das Rüsten mit anderen Ländern hat bereits begonnen. Ich will herausfinden, wie gut ich in Ernst von Bormessia mit meinen Speer verteidigen kann. Daher muss ich die Welt bereisen und mich mit den mächtigsten Kriegern der aller Kontinente messen. Bradley,
Ich weiß nicht, ob ich ohne dich leben kann. Yoshina, du bist stark genug. Du kannst es. Glaub an dich selbst und glaub an dein Schicksal. Wenn ich die ganze Welt umrundet habe, dann kehre ich noch beim Messer zurück. Das verspreche ich dir. Kann ich das glauben? Ja, natürlich. Doch, Fredley. Du kehrst es nie zurück. Jetzt erinnert sich Freya an ihren verlorenen Gatten, weil er sie als Riese rausworden wollte. Ich kann der Situation angepasst, würde ich sagen, aber okay. Alles, was von dir blieb, ist das Gerücht, du wärst in ein Fremde dann gefallen. Aber das konnte ich nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben. Bevor ich dich nicht selbst mit meinen eigenen Augen tot gesehen habe, habe ich mir geschworen, es nicht zu glauben. Da zog ich in die Welt hinaus. Also ist sie nur gereist, um Fredley zu finden. Mhm, verstehe. Was hast du, Yoshina? Nichts. Ist nichts. Nur ein bisschen in Zeiten geschwelgt. Wie gesagt, denkst du immer noch an ihn? Davon tut sich was. Oh, Leute, jetzt begegnen wir einem weiteren Antagonisten in diesem Spiel. Gott, den muss ich jetzt... Den zu sprechen, wird es haarig. Welch herrlicher, mysteriöser, köstlicher Regen. Passt so, als wollte der Himmel unseren Sieg segnen. Oh, Kuja, dank dir von den gelieferten Schwarzmagier ist Prometheus uns so gut wie erobert. Aber ausgerechnet der König habe ich doch nirgends ausführen können. Wenn wir uns nicht des Königs entledigen, dann werden diese widerlichen Ratten in den Löchern wieder zu Kräften kommen. Und wer weiß, was für verzürchte Ideen dann vielleicht noch kommen. Ich hasse Bran. Und jetzt wisst ihr jetzt erst recht, warum. Sie ist eine grausame Diktatorin. Und so. Also, General Beatrix. Ich beauftrage ungegen Zorn und Zorn mit der Durchsuchung der ganzen Stadt. Auch ich werde mit an dieser Suchaktion teilnehmen. Wenn das mal keine Zeitverschwendung ist. Bitte? Wisst ihr es denn nicht? Ratten kommen aus ihren Löchern gekrochen, wenn es ein Erdbeben gibt und fliehen. Doch dieses Mal sind sie in den schützenden Sand verkrochen. Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes ihren Schwanz eingezogen, sind abgehauen. Ach ja, und der König übrigens allen voran. Woher weiß er das? Sand? Doch nicht. Du machst doch wohl nicht etwa Clara? Wenn das wirklich nach Treadman wieder Clara sind, dann macht es die Sache aber unangenehm kompliziert. Clara? Könnten wir denn den Sandsturm durchdringen? Wäre ein Angriff mit einer meiner Einheit ein leichtes, aber... Sind sie tatsächlich ein Clara? Dann war es das für uns. Kuta, kannst du nicht was mit deinen Kräften bewirken? Bitte setzt euer Vertrauen in mich. Es wird mir zu höchsten Freuden gereicht, eure Hoheit ein Spektakel bieten zu dürfen, welches euch hoffentlich zufriedenstellend in der Lage sein wird. Das war wegen Kuja, ne? Ich hätte da eine kleine Bitte an euch, Generäle. Könntet ihr nicht vielleicht alle eure Truppen von Clara zusammenziehen und in Position bringen? Diese Ratten werden sicher bis auf das letzten Widerstand leisten. Vielleicht reichen wir Schwarzmark alleine nicht aus, um sie auszurotten. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse Kuja. Hast du das gerade gehört? Ja. Aber wer ist dieser unheimliche Kerl? Tja, da bin ich überfragt. Clara, meinen Sie wirklich die legendäre Stadt Clara? So ist es. Als sie wirklich im Kontakt zu Hause abgebrochen haben, sind vorbei 100 Jahre vergangen. Wow, das ist lang. Sie haben es also bis nach Clara geschafft. Dann werden sie für eine Weile in Sicherheit sein. Was ist Clara überhaupt für eine Stadt? In Clara wohnt ein Volk, dessen Adern dasselbe Blut wie in denen des burmessianischen Volkes fließt. Doch eine kleine Streitigkeit vor langer Zeit hat ein Kalt zwischen unserem Volk getrieben. Na. Nun leben sie zurückgezogen und friedlich in ihren durch einen Sandwirbelsturm geschützten Stadt. Sagt man. Oh, oh. Hey, Yoshina, da kommst du wieder hier. Ja. Oh nein, sie werden doch nicht einfach... Ach du meine! Ja, dieser Mann will sich nun Beatrix stellen. Ja! Eine weitere Schande unseres Gildes, das lasse ich nicht zu!
Ha, ihr wollt euch tatsächlich mir, Beatrix, im Kampf stellen? Beatrix! Eure Mut zumindest verdient durchaus Anerkennung, aber glaubt gar nicht, ich werde Gnade zeigen. Moment mal, da haben wir aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Warte, Beatrix! Wenn sie dir jemals im Kampf stellen, dann so sind das wir. Überlass dein Feld, überlass uns das Feld hier. Kümmere dich um den König, mein Bester. Da geht unser China. Wir vertrauen auf euch. Ich glaube, dieses Mäuschen unterschätzen. Moment. Ich glaube, diese Mäuschen unterschätzen mich etwas. Für mich, die auch unter den geflügelten Namen 1000 Trolle mit ein Streich bekannt ist, alleine die Vorstellung, gegen euch zu kämpfen, ist schon fast beschämend. Ja, und so beginnt der nächste Bossfight gegen Generälin Beatrix. So, 1000 Trolle mit einem Streich. Das erinnert mich ein bisschen an Guan Yu aus der Han-Dynastie um 500 nach Christus in China. Er war auch bekannt mit dem Namen 1000 Mann mit einem Streich. So, Generäle Beatrix, die Daten. 3630 HP, NP, 3447, Level 14. Schwachpunkt Kannibale. Von ihr kann man klauen. Phönixfeder, was sie gerade gemacht haben. Plattenpanzer und Mithrilschwert. So, ja. Wie ist hier geschlagen? Ich könnte jetzt schon ein paar Sachen zu Beatrix sagen oder zum Kampf allgemein, aber das werde ich nicht tun. Ich sag nur so, ich werde größtenteils des Kampfes darauf vertrauen, dass ich mit Lorne klauen kann, bevor ich wirklich anfange, aktiv anzugreifen. So, weil es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Kampf zu gewinnen. Entweder ihr die 3630 runterzukloppen, oder eine gewisse Zeit verstreichen zu lassen. Wie? Man gewinnt auf Zeit? Sozusagen, ja. So, dann möchte ich da mal den Eisradzauber ausprobieren. Komm. Ach Mist, schon wieder geschlagen. Manchmal frage ich mich, ob Arsène Lupin überhaupt wirkt. So, dann, die ist Level 14 auch nicht frei teilbar. Menno. Boah, das hat er mal Schaden gemacht. Dann Totalabwehr für alle bitte. Und dann nochmal wieder klauen. Oha, Schocker, der macht meistens. Krass Damage! Totalabwehr! Mampf! Aua, das tat weh. So, jetzt haben wir halt Shell und Protest. Magische und physische Verteidigung hoch. Mann, ich will klauen! Give me the items! So, dann Potion auf Yoshina klauen. Ja, und noch eine Potion für Yoshina. So. Da. Und? Och Mann! Ich will die Plattenpanzer haben und dieses Mithrilschwert! Nochmal die Dönerklinge. Ich weiß, es ist ein alter Gag, aber egal. Wie gesagt, ich werde erst richtig kämpfen, wenn ich die Sachen habe, weil sagt das wieder. Ich kann auch von der Seite her gewinnen. Von daher, warum soll ich es dann jetzt bekämpfen, richtig bekämpfen, wenn ich nicht mal die Sachen habe, ey. Habe ich Arsène Lupin überhaupt ausgerüstet? Das ist doch langsam. Oh oh. Nicht mehr normal. Gott, ihr Schocker ist viel zu stark. So. Das ist doch pervers, wie stark der ist, ey. Doch, schon wieder Diebstahl fehlgeschlagen. Ich glaub es nicht. Das ist nicht mehr lustig. Nochmal bitte. Wow. No, nochmal bitte. Gut, dass ich eine Pauschenschule eingesetzt habe. Ansonsten, ihr wäre es jetzt für Nagi nochmals gewesen, ey. Ist ja nicht schön. Wie ihr sehen könnt, Beatrix ist wirklich eine harte Nuss. Deswegen hat es ja auch so gemacht, dass der Kampf auch automatisch zu gewinnen ist, wenn man halt genug Zeit verstreichen lässt. Oh. Das ist doch nicht mal lustig. Abwehr. Abwehr. Das kann man auch machen. Sieht lustig aus, wenn Nagi das macht. Muss ich schon sagen. Autsch. Dummerweise hat das jetzt kaum erwischt, bevor er Abwehr machen konnte. So. Oh, schon wieder, ey. Es gibt es nicht. Das kann doch nicht sein, ey.
Das war's. Kampf vorbei. Scheiße. In 100 Jahren werdet ihr mir nicht mehr nicht ebenwürdig. Exekutionsschlag. Bäm. Leute, das wollte ich mit in Anführungsstrichen gewinnen. Ja gut, ich hab's nicht in Anführungsstrichen gesagt. Seht nur, wie schwach ihr seid. Der Kampf wird automatisch, wenn man die 3000 runtergekloppt hat oder wenn man eine bestimmte Zeit vergangen hat, Bäm. Runtergesetzt. Dummerweise konnte ich jetzt weder Plattenpanzer noch Mithrilschwert klauen. Und das sind gute Items. Ha, ihr naiven Einfallspinsel. Jemand, der es mit mir aufnehmen könnte, gibt's wohl auch nicht in diesem, gibt's auch in diesem Land nicht. Beatrix, bist du fertig? Dann beginnen sofort mit der Vorbereitung für unsere Invasion in Clara. Ja, meine Königin. Und da verschwinden Brain und Beatrix und dieser Kuta. Nun, diese widerlichen Ratten sind kein Problem mehr. Der kleine Junge hier schon eher. Ich glaube, da meint er uns. Also jetzt Lorne. So, Leute, kommt noch mal eine Cinematic-Szene. Es regnet weiterhin in den Ruinen von Bomestia. Wir liegen geschlagen am Boden und nur noch dieser Kuja ist da. Da liegt Komi. Da liegen wir. Und dort liegt Yoshina. Nagi zeigen den Typ, der nicht daher nur optional da ist. Und über uns steht Kuja. Ihr müsst mal sein Outfit gleich mal richtig sehen. Da, guckt doch mal sein Outfit an. Ohne Witz, ich glaube, dass der Typ so ein bisschen schwul. Ich habe nichts gegen Schwule, aber ich glaube, der Typ ist so ein bisschen. Da hinten haben wir sein Haustier. Ein silber-weißen Drachen, den er jetzt abhaut. Vieler Feigling. Na gut, eigentlich nicht, weil wir sind ja die, die am Boden sind, ne? Tja, soll der Spielstand gespeichert werden? Ja, denn, liebe Leute, ich werde jetzt sehen, was ist passiert, wenn ich speichere. Ups, da, falscher Memory Card. Das will ich noch eben zeigen. Den Ninostal. Den Nostal. Fertig. CD 2 Start, wie ihr gesehen habt. Bitte CD 2 einlegen. Ja, Leute, wir haben nun die erste CD abgeschlossen. Das erste Viertel der Story ist, fast Drittel kann man eigentlich sagen, ist damit beendet. Und damit beende ich auch jetzt den Part. Ist ein bisschen kürzer als die anderen, aber ist auch mal okay, dass sie mal nicht immer ellenlang sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht es gut!